Sammy und die Erdbeeren. Eine Geschichte von Schwester Mechthild Steiner, OP. Kapitel 10. Der gute Hirte. Nicht nur die Vogelscheuche, die jetzt über dem Erdbeerbeet thront und erfolgreich alle Vögel verscheucht, hält die Erinnerung an das Wochenende wach. Für Lisa sind es die Hochzeitsbilder im Wohnzimmer, die sie schon immer schön fand. Jetzt aber schaut sie sich die Bilder immer wieder an, stellt sich die Hochzeit lebhaft vor und träumt von ihrer eigenen Hochzeit. Aus einigen weißen Taschentüchern bastelt sie einen Brautschleier für ihre Puppe Lilly und überredet Sammy, dass sein Pippi-Langstrumpf-Äffchen mit ihrer Puppe Lilly verheiratet wird. Da Sammy dabei den Priester spielen muss und Minna als Orgel die selbst ausgedachten Hochzeitslieder summt und die Glocken läutet, muss Lisa selbst die beiden Brautleute zum Altar führen, der eine entsprechend umfunktionierte Keksdose ist. Als Lisas Freundin Anna eines Nachmittags zum Spielen vorbeikommt, müssen Lilly und das Äffchen noch dreimal heiraten. Das geht zwar eigentlich nicht, wie Mama erklärt, aber das Verheiraten macht so viel Spaß, dass Lisa und Anna nicht genug davon bekommen können. Allerdings weigert sich Sammy, das Äffchen nachts mit Lisa und Lilly in einem Bett schlafen zu lassen, und auch Lisa will Lilly nicht hergeben, so dass das Eheleben der Frischvermählten noch zu wünschen übrig lässt. Minna hingegen hat ein anderes Bild als ihre große Schwester im Kopf, das sie nicht loslässt und ihre Kreativität beflügelt. Das Bild vom Hirten, der ein Schaf auf dem Arm trägt. Minna, die beste Malerin der Familie, versucht sich an diesem Motiv. Aber es ist doch sehr schwer, den Hirten und das Schaf so richtig zu malen. Sammy, der ihren dritten Versuch mitbekommt, hat eine Idee. Er holt die Kinderbibel, aus der Mama oder Papa ihnen abends vorlesen, und sucht das Bild mit dem Hirten. Jetzt klappt es ganz gut, und Minna malt einen herrlichen Hirten, der von seinem Schäfchen offensichtlich sehr geliebt wird. Sie schenkt das Bild Sammy, der es über sein Bett zu den Erdbeerbildern hängt. Als Papa an diesem Abend spät von der Arbeit heimkommt, sind die Kinder schon im Bett und warten nur noch auf die Gute-Nacht-Geschichte. »Was für ein tolles Bild hast du denn da, Sammy Schatz?« fragt Papa erstaunt und deutet auf das Bild vom Hirten. »Das hat Minna gemalt und mir dann geschenkt. Es ist bisher ihr schönstes Bild, nicht wahr?« fragt Sammy stolz. »Minna, du bist ja eine echte Künstlerin. Das ist ein wunderschönes Bild. Hat dich der Hirte so beeindruckt am Wochenende?« lobt Papa seine jüngste Tochter. Minna wird bei so viel Lob ganz rot und kann nur durch Nicken antworten. Sammy erklärt dann, dass sie in der Kinderbibel eine Vorlage für das Bild gefunden haben und zeigt Papa die Seite. »Kinder, ich lese euch heute diese Geschichte vor«, beschließt Papa. »Ist es die vom König David?« fragt Sammy. »Nein, das hier ist ein Gleichnis, also eine Erzählung, mit der Jesus uns etwas erklären will. Jesus sagt selbst über sich, dass er der gute Hirte ist. Der Hirte, der liebevoll und treu auf seine Schafe Acht gibt, ihnen zu fressen und zu trinken besorgt und sie beschützt«, erklärt Papa und liest dann die Geschichte aus der Kinderbibel vor. Ein Hirte hatte viele Schafe. Es waren genau 100 Schafe. Der Hirte war immer bei seinen Schafen und kümmerte sich sehr gut um sie. Er führte sie auf guten Wegen von einer Weide zur nächsten, so dass die Schafe immer frisches, saftiges Gras zum Fressen hatten. Er kannte jedes seiner Schafe ganz genau, obwohl es so viele waren. Er liebte seine Schafe und die Schafe liebten ihn. Aber eines Tages lief ein Schaf weg. Es war das kleine Schaf mit dem braunen Ohr. Es sah einige schöne Blumen und entfernte sich von der Herde.
Der Hirt hatte die Schafe noch nie zu diesen schönen Blumen geführt, sondern immer auf einem anderen Weg mit viel Gras. Das kleine Schaf mit dem braunen Ohr war sehr neugierig, darum ging es immer weiter. Doch der Weg war nicht gut. Es gab kaum Gras und gar kein Wasser. Stattdessen gab es viele Steine und Dornensträucher. Das kleine Schaf mit dem braunen Ohr bekam Hunger und versuchte davon zu fressen, aber es schmeckte ihm nicht. Doch die Dornen waren spitz, und das Schaf hatte sich schließlich so in den Dornen verfangen, dass es nicht mehr herauskam. Am Abend merkte der Hirte, dass ihm ein Schaf fehlte. Er sah, dass es das kleine Schaf mit dem braunen Ohr war. Da ließ er die 99 anderen Schafe auf der Wiese zurück und suchte das kleine Schaf mit dem braunen Ohr. Lange suchte er. Er ging zurück an die Plätze, an denen sie an diesem Tag gewesen waren. Er rief das Schaf immer wieder. Er war zwar schon müde, aber er wollte das Schaf unbedingt finden. Darum gab er nicht auf. Da hörte er auf einmal aus den Dornen ein leises, schwaches Mäh. Das kleine Schaf mit dem braunen Ohr hatte den Hirten rufen gehört und mit seiner letzten Kraft geantwortet. Schnell lief der gute Hirt zu dem Schaf und befreite es. Dabei verletzten die Dornen auch den Hirten. Als er das kleine Schaf mit dem braunen Ohr endlich aus den Dornen befreit hatte, verband er die Wunden des Schafes und nahm es liebevoll auf seine Schultern. Denn das Schaf war viel zu schwach, um selbst zu laufen. So trug der Hirte das kleine Schaf mit dem braunen Ohr zurück und freute sich sehr, dass er es wiedergefunden hatte. »Das ist aber eine schöne Geschichte«, seufzt Minna selig. Lisa dagegen schaut ärgerlich und stellt fest, »Du hast gar nicht die Geschichte so vorgelesen, wie sie da steht.« »Stimmt, Lisa«, gibt Papa zu. »Ich habe ein bisschen was dazu gedichtet, denn in der Bibel ist die Geschichte viel kürzer. Aber ich wollte, dass ihr euch besser vorstellen könnt, wie das war mit dem Hirten und dem Schaf, das verloren ging.« »Es war auf jeden Fall eine tolle Geschichte«, findet Sammy. »Du hast sie gut dazu gedichtet.« Auch Lisa ist jetzt versöhnt. Aber eine Frage hat sie doch noch. »Du hast doch gesagt, dass Jesus uns mit der Geschichte etwas erklären wollte. Was denn?« »Das hast du dir gut gemerkt, Lisa«, lobt Papa. »Wisst ihr noch, was ich am Anfang gesagt habe, wer der gute Hirte ist?« Sammy hat es zwar schon wieder vergessen, aber Minna und Lisa wissen es noch. »Jesus!« »Genau, Jesus ist der gute Hirte. Und wer sind die Schafe, auf die er aufpasst und um die er sich kümmert?« fragt Papa weiter. »Wir?« meint Lisa unsicher. »Jawohl, super, Lisa. Wir, also jeder von uns, Mama und Michael und wir hier und alle, die in die Kirche gehen und alle Menschen auf der ganzen Welt, sind die Schafe, um die Jesus sich kümmern will«, erklärt Papa. »Und Michael ist das kleine Schaf mit dem braunen Ohr, das immer verschwindet«, kichert Sammy, und auch seine Schwestern lachen mit, doch Papa bleibt ernst. »Michael ist zwar am Wochenende ein paar Mal verschwunden und gesucht worden, aber es ist nicht wie bei dem kleinen Schaf mit dem braunen Ohr. Wir haben Michael suchen müssen, weil wir nicht auf ihn aufgepasst haben. Aber bei dem kleinen Schaf mit dem braunen Ohr war das anders«, gibt Papa zu bedenken. Angestrengt denken die drei nach. »Der gute Hirte hat immer gut aufgepasst«, meint Sammy schließlich. »Und das kleine Schaf mit dem braunen Ohr ist absichtlich weggegangen. Es hat gemerkt, dass es nicht gut war, wegzugehen, aber es ist trotzdem gegangen und nicht umgekehrt«, bemerkt Lisa. »Genau. Ihr habt ja richtig gut aufgepasst und noch besser nachgedacht«, freut sich Papa. »Und seht ihr, so ist es auch manchmal mit uns. Jesus sorgt gut für uns.
Er ist immer für uns da und kümmert sich liebevoll um uns. Er kennt uns und liebt uns sehr. Aber wir gehen manchmal nicht auf dem Weg, den er uns zeigt, sondern gehen schlechte Wege. Wir merken es und kehren doch nicht um. Wisst ihr, was solche schlechten Wege sein könnten? Fragt Papa weiter. Vielleicht, wenn wir etwas Böses machen, was Gott uns verboten hat. Also, wenn wir eine Sünde machen, meint Lisa. Ja, zum Beispiel jemanden umbringen, fällt Sammy ein. Oder stehlen, ergänzt Minna. Ihr habt es richtig gut verstanden, lobt Papa seine klugen Kinder. Und wie sucht und rettet uns Jesus dann, will Lisa wissen. Er sucht uns immer. Und gerade wenn wir etwas Böses machen, haben wir ein schlechtes Gewissen. So sagt uns Jesus, dass wir umkehren sollen von dem schlechten Weg. Und dann kommt er uns entgegen. Von alleine könnten wir gar nicht aus dem Dornengestrüpp raus. Und darum ist Jesus ein Mensch geworden und hat alle unsere Sünden auf sich genommen und ist am Kreuz dafür gestorben. Und so können wir die Vergebung für unsere Sünden erhalten. Wenn uns das Böse, das wir getan haben, leid tut und wir es nicht wieder tun wollen und dann Jesus um Verzeihung bitten, dann vergibt er uns. Dann ist es vor Gott so, als hätten wir das Böse nie gemacht, erklärt Papa. Aber wie kann man denn sicher sein, dass alles vergeben ist? Fragt Lisa nach. Das ist ja das Schöne. Gott sagt es uns zu. Wenn wir Jesus um Verzeihung bitten, dann machen wir das in der Beichte, indem wir zu einem Priester gehen und ihm alles erzählen. Der Priester darf niemandem etwas von dem verraten, was wir ihm anvertrauen. Er ist der Stellvertreter von Jesus. Jesus hört unsere Sünden mit den Ohren des Priesters und durch den Mund des Priesters sagt er uns die Vergebung zu. Dann ist man so richtig befreit von Bösen, von den Dornen und dem Gestrüpp, versucht Papa, diese schwierige Sache zu erklären. Dann ist der Priester also auch ein Hirte, stellt Sammy erstaunt fest.